Hier nun eine rotationssymmetrische Betonform, welche durch Rotation der hier grau gezeigten Fläche um die Y-Achse erzeugt wird. Diese hat ein spezifisches Gewicht Gamma und es ist zu bestimmen, welches Massenträgheitsmoment die Betonform um die Y-Achse besitzt. Wenn man da Y und X hat, und das ist unser Querschnitt von dieser Form, so, dann ist da einerseits oben dieser Radius, der Randausschnitt sozusagen, also die oberste Stelle von dem Ausschnitt und die dicke D. Und man hat den Zusammenhang für Y als Funktion von X, das heißt, man kennt die Kurve, man kennt die Form der Kurve. Das ist nämlich YH mal X durch R Quadrat ist. Und die Höhe H. So. Und dann könnte man hier einen Hinweis noch anbringen. Zerlege in zwei infinitesimal hohe Zylinder. Und das Massenträgheitsmoment für den Zylinder um Y, das kennen wir. Das ist 1/2 mr². Wenn das so drinnen liegt, y, x. Und natürlich der Radius, groß R, der Zylinderradius ist. Und von dem ausgehend kann man jetzt sagen, naja gut, aber wir kennen ja den Radius von diesen beiden Teilen, von dem vollen und von dem Ausschnitt jeweils. Für einen Ausschnitt kennt man jeweils in Abhängigkeit der Höhe und damit auch über die ganze Höhe. Und der Vollzylinder, da braucht man eh nicht in Abhängigkeit der Höhe, weil den rechnen wir eh einmal zuerst voll und dann ziehen wir ja nur diesen Ausschnitt ab. Und wir wissen auch, ja, wenn man aus dem JY ein DJY machen möchte, dann nehmen wir halt ein DM statt ein M. Und dann kann man drüber integrieren, dann muss man das dm halt parametrisieren in der Höhe. Das ist sozusagen die Idee dessen, dass man nämlich ein dJy-Zylinder anschreiben kann als 1/2 r² dm. Und das dm muss man halt ausdrücken. Also gut, das Massenelement für den vollen Teil. Der volle Teil ist einfach das. Der dann nach links weitergeht natürlich, aber rotiert, das ist der volle. Das ist natürlich Dichte, die Dichte ist ja konstant. Die Dichte ist zwar gegeben als spezifisches Gewicht, also spezifische Gewichtskraft bedeutet das in dem Fall, deswegen Kilonewton pro Kubikmeter, das muss man umrechnen in Kilogramm pro Kubikmeter. Aber nichtsdestotrotz haben wir über Umwege die Dichte gegeben, mit dem Gamma. Und dann braucht man nur mehr das Volumen für den vollen Teil und das geht natürlich auch, indem man die Höhe als dy, das ist ja die y-Achse, anschreibt. Das ist unsere infinitesimale Höhe. Und das andere ist die Draufsicht sozusagen, die Fläche in der Draufsicht. Mehr braucht man nicht. Also ist das Rho. R plus d ist der Radius.
der Gesamte von dem Vollzylinder zum Quadrat mal Pi ist die Fläche von oben gesehen für den Kreis und die Höhe von dem ganzen Ding ist dy infinitesimal. Integriert von 0 bis h ist die ganze Höhe. Und genauso geht es für den Ausschnitt. Der Ausschnitt hat ein dv, das ist sicher wieder irgendeine Kreisfläche, also ein Pi schreibe ich einmal her, das kommt sicher her und irgendwas muss man quadrieren. Wir brauchen im Wesentlichen einen Radius. Radius ist x. Für jede Höhe h, für jedes y gibt es ja ein x über diese Parametrisierung da. Y ist hx durch r². Das heißt, wenn wir x einsetzen und x ausdrücken aus dieser Kurvenparametrisierung, haben wir zu jedem y das richtige x. Mehr ist das nicht. Und das Gamma, das rechnen wir noch um, 24 Kilonewton pro Kubikmeter, das sind 24 mal 10 hoch 3 Newton pro Kubikmeter, das sind also 24 mal 10 hoch 3 Kilogramm Meter Quadrat Sekunde Quadrat, also Newton ist Kilogramm Meter pro Sekunde, wie Sie wissen. Und wenn Sie das Meter hoch 3 auch noch mitnehmen, dann haben Sie Kilogramm Meter Quadrat Sekunde Quadrat. Dann setzen Sie, Rho ist sinnvollerweise Gamma durch G, wenn Gamma das spezifische Gewicht ist, also eine Kraft, dann ist durch G dividiert das die Masse. Und im Endeffekt haben wir 2446,5 Kilogramm pro Kubikmeter. Ja? Das braucht man natürlich für oben, um das Rho einzusetzen. So, und dann nehmen wir unseren infinitesimalen Zusammenhang da rechts oben, das dy für den Zylinder und setzen das jeweilige r richtig ein. Und das dm haben wir eh schon da links stehen. Das heißt, infinitesimal das Ganze, die ganze Form, gesamt abzüglich Loch, ist 1/2, ich schreibe einmal das dm zuerst hin, vom Vollteil und der Radius, den haben wir eh schon oben braucht, ist klein r plus d für den Vollteil zum Quadrat. Das ist der Radius da. Und davon ziehen wir einfach den Ausschnitt ab, nämlich 1/2. Dieses infinitesimale Massenelement vom Ausschnitt, das wir gerade ausgerechnet haben. Und da ist der Radius nach wie vor x Quadrat. Also haben wir 1/2 Rho Pi, r plus d zur vierten, wenn man von oben einsetzt, das dm für den Vollquerschnitt und dy abzüglich 1/2 Rho Pi x der vierten und auch wieder integriert über y. Und damit ist das JY alles Konstante rausgezogen. 1/2 Rho mal Pi Integral, wo integrieren wir jetzt, über worüber, von wo bis wo? Von 0 bis h, genau, über die Höhe haben wir das Ganze gemacht.
r plus d der vierten dy minus genau das gleiche für den Ausschnitt 0 bis h. Und das x muss man einsetzen. X der vierten, wenn Sie das ausrechnen, ist r der vierten durch h Quadrat y Quadrat. Dy. Und dann integrieren wir halt über y. Also ich habe einfach für diesen Zusammenhang da, hat man einfach das quadriert einmal noch, dann kriegst du automatisch das x der vierten raus hier und können das direkt einsetzen. Daher kommt das h Quadrat und das y Quadrat, weil das verbietet ja niemand, dass man das noch einmal quadriert. Ja, sprich, das ausintegriert ist dann ein halb rho Pi r plus d der vierten, da ist, das ist konstant, also kommt nur h dazu, mal h minus r der vierten durch h Quadrat. Und da kommt aus dem Integral y der dritten Drittel, wenn man die Grenzen einsetzt, h der dritten Drittel. Das heißt, wir können hier das h Quadrat kürzen und erhalten für das jy ein halb rho Pi r plus d in Klammer zur vierten minus r der vierten Drittel.